Wir haben jetzt das Blatt eines Bergahorns. Das ist jetzt noch ein junger Bergahorn. Bei den Ahornen sind immer so ganz typisch die Blätter immer so gegenüber und dann so um 90 Grad versetzt an die nächsten und so weiter. Braucht viel Licht, aber man sieht es gerade, das Blatt ist in der Sonne. Direkt daneben wächst jetzt hier ein Spitzahorn. Also hier die Blätter spitz auslaufend an der Plattform, also schon meistens gut zu unterscheiden. Auch ist der Spitzahorn, der Stamm sieht etwas anders aus, wird nicht so groß. Also der mittlere Ahorn von der Größe ist der Spitzahorn. Der größte Ahorn, den wir bei uns haben, ist der Bergahorn. Alle haben so die Gemeinsamkeit, dass die Blätter so ähnlich aussehen wie in der kanadischen Flagge. Und den Feldahorn, den gibt es dann auch noch. Das ist dann der kleinste bei uns, auch mit den kleinsten Blättern, der oft einmal irgendwo in warmen Hecken auftaucht.